Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist gerade Sonntagnachmittag, ich habe jetzt gerade ein bisschen was gegessen und werde jetzt gleich mal rausgehen mit meinem Dad direkt am Anfang des Vlogs, denn wir wollten noch ein bisschen Longboard fahren gehen. Leider tut meine Hand hier so ein bisschen weh, weil ich gestern auch schon Longboard fahren war und da leider ein bisschen gecrashed bin. Ich habe das Ganze halt sogar noch gefilmt, ich weiß aber nicht genau, wie viel man da erkennen kann. War jetzt aber auch nicht so unheimlich schlimm, wir sind danach auch direkt wieder weitergefahren, also war jetzt keine Katastrophe. Jetzt werde ich aber erstmal nicht so weit labern, ich glaube mein Dad wartet schon auf mich und ich werde gleich erstmal ganz kurz runtergehen und dann sehen wir uns auf der Ex-Woche wieder. Wir sind jetzt hier gerade schon auf dem Weg nach oben und Leute, ich warne euch schon mal vor, die Aussicht ist echt mega nice. Wetter ist noch nicht perfekt, aber doch relativ gut. Gerade scheint die Sonne nicht, kommt aber denke ich gleich auch wieder raus. Sind also denke ich echt optimale Bedingungen und auch optimale Bedingungen, um jetzt gleich ein paar Cinematics zu filmen. Ich glaube, ich habe echt nicht zu viel versprochen. Es sieht einfach so unheimlich nice aus, vor allem in echt. Ich bin natürlich nicht so ganz sicher, wie es auf der Kamera rüberkommt. Ich hoffe natürlich, dass es zumindest ungefähr an das rankommt, wie es in echt aussieht. Ist auf jeden Fall mega cool, auch richtig gute Aussicht. Geht hier gleich auch relativ steil runter. Wir fahren da jetzt nachher auch. Wie gesagt, tut mein Handgelenk hier auch noch so ein bisschen weh. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch ein paar Probleme mit dem Bremsen haben. Aber da ich eher mit links als mit rechts bremse, sollte das, denke ich, jetzt auch kein ganz großes Problem sein. So, wir sind jetzt hier gerade ganz kurz oben angekommen, machen jetzt hier mal ein bisschen Pause und werden gleich auch noch mal ein paar Mal fahren. Ich bin gerade schon mal 3 oder 4 Mal gefahren, habe auf jeden Fall, denke ich, auch ein paar gute Aufnahmen bekommen. Natürlich nicht so perfekt, weil ich jetzt nicht irgendwie mega Mounts oder so habe und die Kamera gescheit zu befestigen. Aber ich denke, es passt auf jeden Fall und ist besser als gar keine Aufnahmen. Meine Haare sehen jetzt zwar noch schlimmer und komplett zerstörter aus als vorher, als sie eh schon waren, aber dafür hat es wirklich richtig, richtig Bock gemacht, war auf jeden Fall richtig schön. War auch eine ziemlich gute Strecke, ehrlich gesagt. Sind da gestern, wie gesagt, schon mal ein bisschen gefahren, aber eben nicht so ganz arg. Werden wir, denke ich, auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ich habe mir das Foto jetzt gerade auch schon ein bisschen angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so dieses mega, mega tolle Footage. Liegt eingesetzt natürlich daran, dass ich jetzt, wie gesagt, nicht die perfekten Möglichkeiten hatte, das Ganze irgendwie hier festzumachen. Und andererseits natürlich auch daran, dass die Kamera jetzt einfach nicht so die super Premium-Kamera ist. Ich meine, das ist dieses kleine Ding hier, ist glaube ich irgendwie für 120 Euro oder so damals zu mir gekommen und mit relativ viel Zubehör direkt dabei. Es ist für eine Actioncam natürlich nicht teuer, aber ich meine, ich nutze die ein paar Mal im Jahr, deswegen will ich jetzt dafür ganz sicher nicht noch mehr Geld ausgeben, als ich eh schon tue. Und dafür, dass dann direkt noch ein paar Mounts dabei sind, dass du zumindest mal so Basic-Sachen hast und dafür, dass du einfach eine doch halbwegs solide Bildqualität bekommst, um einfach mal was unter Wasser oder hier bei sowas Sportlichem halt zu filmen, finde ich es echt einen richtig guten Preis und ich überlege mir ganz ehrlich gesagt auch, ob ich mal ein Review zum Teil machen will. Falls ihr das gut findet, schreibt das doch einfach gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich da auch mal schauen, ob ich wieder vielleicht irgendwann mal ein Review zu drehe. Jetzt werde ich aber erstmal ganz kurz runtergehen und mir ein bisschen was zu essen machen. Danach geht es nur noch ganz kurz raus, denn draußen ist relativ gutes Wetter. Ist jetzt, wie gesagt, auch schon ein bisschen kühler. War es ja schon den ganzen Tag, aber es ist ja mittlerweile auch schon wieder etwas später und da kühlt es dann natürlich nochmal ordentlich runter. You could breathe again.
Ich bin jetzt gerade einfach mal so random ein bisschen in den Wald reingefahren und Leute, gönnt euch diesen See. Hier sind gerade schon die ganze Zeit überall solche Sumpfgebiete und nein, das ist kein Rasen, es ist einfach nur Wasser mit irgendwie etwas Grün drauf. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze biologisch ist, es juckt mich auch ehrlich gesagt gar nicht wenig, aber es sieht auf jeden Fall mal richtig nice aus. Normalerweise ist hier überall so ein bisschen Unkraut davor und deswegen kann man das Ganze hier so ein bisschen schlecht filmen. Aber in echt sieht es schon echt richtig, richtig amazing aus. Ich meine, gönnt euch halt allein mal, wie weit nach hinten das da noch geht. Das sieht man auf der Kamera, denke ich, überhaupt nicht so gut, wie es in echt aussieht. Montagmorgen, 8 Uhr. Normalerweise bin ich so die Zeit schon längst in der Schule und bin vor allem noch verschlafen, als ich eh gerade schon bin. Liegt einfach daran, dass ich heute keine Schule habe, beziehungsweise keine wirkliche Schule habe. Wir haben heute in der Schule Wandertag, das heißt, wir werden nach Ulm gehen und dort irgendeine komische Festung anschauen. Ist meiner Meinung nach definitiv nicht so ganz interesting, aber naja, ändern kann man eh nichts. Ich werde jetzt gleich nachher mal zum Bahnhof losgehen und dann nach Ulm fahren. Ich denke nicht, dass ich irgendwas filmen werde, denn erstens ist es generell nicht so mega spannend, wie gesagt. Und zweitens ist das Wetter hier gerade auch nicht wirklich das Beste. Es hat jetzt auf dem Heimweg auch noch ziemlich angefangen zu schütten und wir sind eigentlich alle komplett nass geworden. Mittlerweile bin ich wieder halbwegs trocken, bis auf meine Haare, denn ich habe gerade ganz kurz geduscht. Naja, wie dem auch sei, ich bin jetzt hier wieder daheim. Mein Zimmer sieht absolut schlimm aus. Also wirklich, es ist hier sowas von unaufgeräumt und ich traue mich hier eigentlich überhaupt nicht zu vloggen. Das heißt, ich würde sagen, ich räume es hier jetzt mal ganz kurz auf und danach sehen wir uns dann hoffentlich in einem halbwegs vernünftig aussehenden Zimmer wieder. Also ich habe irgendwie wirklich keine Ahnung, wieso ich in letzter Zeit so motiviert bin, die ganze Zeit Videos zu schneiden. Irgendwie habe ich gerade einfach mega Bock auf dieses ganze Vloggen, Videos machen. Und generell macht mir einfach gerade im Moment einfach übelst viel Spaß. Und ich mache das wirklich ziemlich gerne aktuell. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass es mir vorher keinen Spaß gemacht hätte oder so. Weil ich meine, sonst hätte ich diesen ganzen Kanal hier nicht. Aber irgendwie gibt es halt manchmal so Phasen, wo einen halt ziemlich so ein bisschen die Motivation verlässt. Und manchmal gibt es halt eben auch so Phasen wie jetzt gerade eben bei mir, wo du einfach übelst motiviert bist zu vloggen und generell einfach Videos zu machen. Ich denke, die meisten von euch werden das kennen, beziehungsweise die meisten von euch, die Videos machen, werden das ziemlich gut kennen. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, ich laber nicht viel weiter, sondern fange jetzt erstmal an zu schneiden. Irgendwie ist es hier gerade schon die ganze Zeit so richtig hardcore chillig. Ich komme auch relativ gut voran mit dem Schneiden und generell ist dieser Raum hier einfach gerade mit dem komplett orangen Licht, ein bisschen Tageslicht bzw. Abendlicht hier draußen noch
sieht halt echt alles richtig gut aus und es macht dann einfach mega Bock, hier in so einer Atmosphäre noch ein bisschen abends zu schneiden, ein bisschen runterzukommen und es macht halt wirklich richtig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich finde halt so ohne LEDs und dann vielleicht auch noch mit dieser Lampe hier, würde das Ganze hier einfach sowas von hässlich aussehen. Ich meine, natürlich, es wäre auch nicht schlimm, aber im Vergleich zu dieser Beleuchtung hier ist es halt doch so komplett anders und ich finde halt wirklich, dass es sich extrem lohnt, auch wenn es nur irgendwie eine LED-Streifen oder so hinterm Schreibtisch ist, für irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro oder so. Es lohnt sich halt wirklich, wenn du einfach ein bisschen Atmosphäre hier in deinen Raum reinbringen willst. Und ich meine, man kann das Ganze natürlich auch ganz schnell einfach, wenn ich ein bisschen mehr produktiver sein will oder generell einfach ein bisschen wacher sein will, kann ich das Ganze natürlich auch hier einfach in zweit umändern oder in was auch immer für eine Farbe ich will. Und das ist einfach was, was unheimlich praktisch ist und was einfach unheimlich nice aussieht. Hashtag not sponsored. Bin hier gerade nebenbei noch ein bisschen am Schreiben in der Video-Days-Gruppe. Ich weiß nicht, ob ich davon mal schon was gesagt habe, aber wir sind einfach ein paar kleinere YouTuber, die eben alle zusammen zu den Video-Days gehen. Wir werden uns dort eben treffen, ein bisschen was zusammen machen. Falls ihr darauf Bock habt, beziehungsweise falls ihr daran Interesse habt und selber auch zu den Video-Days kommt, könnt ihr mir einfach gerne mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch da auch gerne hinzufügen. Einfach Google Hangouts, eine kleine Gruppe, ist auf jeden Fall ganz chillig, ein paar nette Leute sind auf jeden Fall drin und man kann so auf jeden Fall ein paar neue Bekanntschaften auf YouTube knüpfen. Und dann daran mit feuchten Spatten her. Grüße gehen an dich raus, Thiago. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass ich das Foto jetzt veröffentliche. Sieht extrem nice aus. Leute, ich glaube, das war irgendwie mit Abstand der chilligste Schultag ever. Ich bin jetzt gerade von der Schule heimgekommen, nach irgendwie 2 Stunden halbwegs normalem Unterricht. Ich meine, 4 Tage von den Ferien, was macht man da noch? Also nach eigentlich 2 Stunden lang chillen und danach noch 3 Stunden lang, beziehungsweise 2,5 Stunden lang nach der Bücherabgabe mit 2 von unseren Lehrern. 2? Gut. Logik. Mit 2 von unseren Lehrern Döner essen gehen. War extrem nice, beziehungsweise war ziemlich chillig. Blöderweise war es da irgendwie noch 11.30 Uhr oder so und naja, Döner um 11.30 Uhr. Gut, kann man machen, kann man auch nicht machen. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder daheim und habe gerade 2 kleine Pakete bekommen, beziehungsweise eigentlich 3 kleine Pakete bekommen. Die 2 davon sind jetzt eigentlich relativ egal, aber es ist ein Paket bekommen, was so mein Zimmer hier betrifft. Und zwar waren da diese Glühbirnen hier drin. Das sind kaltweiße Glühbirnen. Ich habe es ja vorher schon mal gezeigt, wie es ist mit diesem Warmweiß hier von der Lampe. Und da ich eben Warmweiß generell überhaupt nicht mag und das Ganze halt einfach irgendwie meiner Meinung nach überhaupt nicht schön aussieht. Und deswegen habe ich jetzt eben diese 3 Lampen hier bestellt und ich würde sagen, ich wollte jetzt einfach mal ganz schnell ein. Okay, Leute, Moment of Truth. Does they work? I hope so. Yay, they does. Weil Pluralformen im Englischen natürlich mit das und nicht mit du gebildet werden. Klar, immer doch. Und wenn ich dazu jetzt noch die LEDs anschmeiße, dann sollte das Ganze eigentlich ganz gut aus. Vorausgesetzt natürlich, das Kabel wäre nicht mal wieder abgefallen. Perfekt. Ja, das sieht doch auf jeden Fall mal ganz gut aus. Die sind zwar nicht ganz so kaltweiß wie die anderen Lampen hier. Auf dem weißen Fleck von der Kamera sieht es hier teilweise sogar aus, als wäre das so rosa. Ist hier in echt leider nicht so. Was? Das sieht hier in echt aber deutlich besser aus. Ist auf jeden Fall ganz gut und auf jeden Fall viel besser, als es davor war. Ich werde jetzt gleich erstmal ein bisschen YouTube schauen, ein bisschen runterkommen und danach, denke ich, mal weiterschneiden. Denn ich bin ehrlich gesagt immer noch so motiviert wie davor und keine Ahnung. Es macht gerade einfach mega Bock. Und das war's dann auch mit diesem Vlog. Ich weiß, ziemlich abruptes Ende. Besser als beim letzten Mal, beziehungsweise beim letzten Video, was ich hochgeladen habe. Das ist mittlerweile wieder offline, zum Glück. Mir ist leider ein kleiner Fehler passiert beim Rendern. Ich habe keine Ahnung, Premiere hat irgendwie zwischendrin abgebrochen. Die Datei war dann halb unvollständig. Ziemlich komischer Fehler. Ich werde das Video jetzt gleich mal nochmal rendern und hoffe dann natürlich, dass es dieses Mal besser funktioniert. Ich meine, ist irgendwie logisch. Naja. Wie dem auch sei, ich hoffe natürlich, euch hat das jetzige Video gefallen. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.